Der Eddie ist der Schweizer Filmpreis, der stets auf der Spur der Kreativen und ihrer Meisterwerke ist. Und so findet auch dieses Jahr die große Eddie-Verleihung im Schiffbau statt. Bereits zum 13. Mal wird der Schweizer Werbe-, Industrie- und Unternehmensfilmpreis durch die Swiss Film Association vergeben. Während die kreativen Köpfe noch eintrudeln, wollten wir vom Präsidenten der Swiss Film Association, Peter Beck, schon im Vornherein wissen, was ein Film haben muss, um einem Eddie würdig zu sein. Ich denke, Sie müssen überzeugen. Sie müssen eine relativ kritische Jury überzeugen. Es ist logisch, dass Sie in einem Umfeld überzeugen müssen. Das heisst, dass nicht jedes Jahr genau gleich entschieden wird, weil die Filme, die in Mode sind, sind ja dann anders. Und dann ist vielleicht mal etwas erfrischend, weil es anders ist, wo dann das nächste Jahr schon Standard ist. Und dann ist etwas Neues erfrischend. Von dem her müssen Sie einfach überzeugend auf das Publikum von heute sein. Zeitgemäß sein und ein Gespür für Trends haben ist also für die Schöpfer ein absolutes Muss. Die Gäste sitzen bereits gespannt in ihren Sesseln. Sie können es kaum erwarten, herauszufinden, wem es dieses Jahr gelungen ist, zu brillieren. Allein in der Kategorie Commercials, TV und Kinospots sind 3 Special Eddies, 3 Bronze, 2 Silber und ein Gold Eddie verliehen worden. Die Werbeagentur Spillmann Felser Burnett hat für Schweiz Tourismus mit ihrem Clip Ameisenhaufen offiziell den besten Spot dieses Jahres geliefert und damit den goldenen Eddie abgestaubt. Regisseur Xavier Kohler weiß ganz genau, was einen erfolgreichen Werbefilm wie den Ameisenhaufen ausmacht. Eine gute Idee und eine gute Umsetzung, eine gute Besetzung. Ich glaube, ein Gesamtkonzept, das stimmt mit der Aussage, die man erreichen muss, mit der Botschaft, die man vermitteln muss. Doch damit nicht genug. Zum Gold Eddie kam für die Werbeagentur Spillmann Felser Burnett sogar noch ein Silberner dazu. Mit dem Fokuhila-Spot für Sanitas gelang es ihnen, eine unerwartete Idee exzellent umzusetzen. Peter Brönnimann, verantwortlich für das Drehbuch des Spots, verrät uns sein Erfolgsgeheimnis. Also wir haben ganz tolle Leute, viele tolle Kunden und es macht einfach Spass. Und wir freuen uns auch, wenn wir etwas gewinnen und dann vergessen wir es wieder und machen neue Sachen. Der zweite silberne Eddie ging an die Adresse der Werbeagentur Ruf Lanz. Dank starken Bildern konnte der Clip Guter Arbeitskollege für Suva bei der Jury punkten. Kameramann Pascal Walder hat eine gute Anekdote des Drehs auf Lager. Das hat mich so an Wetten, dass erinnert. Wetten, dass, weißt du, für dass ich meine, der Baggerfahrer, der hat wirklich müssen. Das war alles im Studiobau, aber da wir ja in einem Krankenzimmer gedreht haben, also in einem Spitalzimmer, und der Bagger ist ja von unten her geschaufelt, das heisst, der Baggerfahrer hat nichts gesehen. Der hat nicht direkt irgendwie reingesehen und so. Und dann haben wir ja noch den Patienten, der ja wirklich eingipst war und vor dieser Schaufel, das haben wir alles real gedreht. Und das hat mit so einer dermaßen Präzision müssen gedreht werden und gemacht werden, das wäre wirklich sehr gefährlich gewesen. Auch Regisseur Michael Furter muss schmunzeln, wenn er an den Suva-Dreh zurückdenkt. Das Wichtige ist, du musst ihm vorher sagen, er müsse wirklich jetzt so schnell bisseln, weil sonst kommt es nicht gut. Der war relativ angenagelt, der musste so eine Verletzung festgelegt sein, auch vom Kunden, was der für eine Verletzung muss haben muss, also vom Kunden, von einem Arzt, damit er tatsächlich nicht fähig ist, zu dieser Fernbedienung zu kommen. Und das für mich gut aussieht, das war so eine Schnittmenge gewesen. Und dann musste man sich schauen, was sind das für Verbände. Der hat sich wirklich nicht können bewegen, der Arm sich den ganzen Tag. Der Stories AG gelang es mit dem Euroclip im Auftrag von Appenzeller Käse insbesondere durch Kontinuität und Kreativität zu überzeugen. Die Jury belohnte dies mit einem Bronze-Eddie. Weil dieser Clip ein Teil einer erfolgreichen Serie ist, war es für die Crew und insbesondere den Produzenten Yves Bollack kein einfaches Los. Die Herausforderung ist schon, was die erste Serie ist schon sehr erfolgreich gewesen, schon sehr gut gewesen. Der Messlat war sehr hoch und jetzt im zweiten Durchgang auch wieder also eigentlich noch besser zu sein oder zumindest gerade an die erste Serie. Das ist doch eine grosse Herausforderung, die uns auch immer wieder gechallenged hat, oder? Ob man es richtig macht oder ob man nicht etwas ganz anderes hätte machen sollen. Aber scheinbar sind wir ja heute Abend haben wir einen Preis gewonnen, also scheinbar haben wir es richtig gemacht, oder? Zufrieden mit der diesjährigen Verleihung der Preise sind nicht nur die Gewinner, sondern auch die Produzentenlegende Martin Furter. Dass Familienmitglieder auch dieses Jahr mit Eddies beehrt wurden, erfüllt ihn mit großem Stolz. Ja, sehr, weil das sind nicht nur die von der Familie. Sei es jetzt der Tobi, der Michi, der Sohn oder eben der Neffe oder der zweite Neffe, Benjamin. Es gibt noch andere Furters und so. Macht mich sehr stolz, weil ich kann dürfen wirklich
Gehvater oder Vater sein von diesen Jungen und die einführen in das Metier. Es gibt dann eben viel, viel andere, die heute Abend auch Preis gewonnen haben, die ich durfte ausbilden. Und das war immer mein Credo. Das Leben, wir leben für die, die nach uns kommen. Und es ist schön, wenn man sieht, was die Jungen leisten und wenn man ein bisschen etwas beitragen dazu. Das ist das wunderschön. Wenn die kreativen Schöpfer der Schweizer Filmlandschaft dank des Eddies glücklich sind, dann sind es auch die Kunden und Konsumenten. Klar ist, dass sich die Gewinner nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen und uns somit auch nächstes Jahr wieder jede Menge Spots mit außergewöhnlichen Ideen und genialen Bildern erwarten. Sarah Meyer, das ist Gold. Das muss Gold sein. Das ist gut. Einen ganzen Tag mit seinem Lieblingssportler verbringen, Rivelo macht es einmal mehr möglich. Vier glückliche Gewinner haben im Idol, der Eisprinzessin Sarah Meyer, ganz neu dürfen kommen. Und so sehen die Sieger aus. Ich bin Julia Zehnder und ich bin von Zur. Ich bin der Thomas aus Luzern. Ich bin Jill Eberhardt und ich komme aus Einsiedeln. Ich bin der Max und komme von Chur. Die vier Eiskunstfans haben zuerst Sarah Meyer ihr Training beobachten, bevor sie sich selber mit der Meisterin persönlich aufs Eis begeben konnten. Selten hat man die Chance, so einer Sportgrösse so nah zu sein und sogar von ihrer Coach zu werden. Entsprechend gross war auch die Begeisterung. Sarah Meyer ist meine Lieblingssportlerin, weil sie auch Eisläuferin ist wie ich. Und weil sie Europameisterin geworden ist und weil ich finde, dass sie sehr schön fährt, einen guten Ausdruck hat und ja. Ja, es ist eigentlich einfach. Es ist eine interessante Persönlichkeit. Sie hat viel erreicht und macht Spass, ihr zuzuschauen, solche Figuren zu machen. Ich denke, das macht es doch schon aus, das zeichnet es doch aus. Mit der Sarah Meyer auf dem Eis. Sie haben mir Tricks beigebracht, das war cool. Eindeutig hier mit ihr auf dem Eis zu stehen, um einfach die Basic mal kennenzulernen. Also ich bin heute in meinem Leben das zweite Mal auf der Schleifschuhe gestanden und bin eigentlich überrascht, wie gut dass ich das jetzt hier mehr oder weniger über die Bühne gebracht habe. Doch nicht nur der Gewinner macht Spass. Auch Sarah Meyer selber geniesst den Tag mit ihren Fans. Es ist wunderschön. Also ich geniesse es richtig. Eben, es ist nicht immer nur so volles Training, sondern dann merke ich mich auch, ich tue einfach gerne Eislaufen. Und eben, wenn es Leute hat, die es auch interessiert und ja, die gerne mit mir auch immer einlaufen können, dann mache ich das mega gerne. Besonders lässig findet Sarah Meyer auch, dass es Jungtalent unter den Fans hat, die vollen Einsatz geben und alles daran legen, Tipps und Tricks, die sie ihnen gibt, möglichst schnell und gut umzusetzen. Das finde ich immer lässig, dass sie auch schnell umsetzen können, also irgendwelche Tipps schnell umsetzen und das gar nicht hinterfragen, sondern einfach mal machen. Und so endet dank Rivella ein spannender und lehrreicher Tag, wo die Fans mit einem Lachen zurückdenken werden.